Ja, allgemeine Exponentialfunktion zu e hoch Pünktchen Pünktchen umwandeln. Thema, wenn ihr ableiten müsst. Es gibt natürlich die eine Möglichkeit, dass ihr hier direkt erkennt, alles klar, f' von x ist gleich ln von 7 mal 7 hoch x. Ich packe dazu einen Link zum passenden Video auch noch, wo ich auch noch eine Herleitung dazu mache. Hier jetzt aber das Umschreiben. Wie kriege ich die Basis 7 auf die Basis e? Es wäre f von x gleich e hoch ln von 7 mal x. Ich hoffe, ihr erkennt das Schema e hoch ln von der Basis. Was könnt ihr jetzt hier machen? F' von x ist gleich, jetzt sind wir beim Thema die Exponentialfunktion mit der besonderen Basis e ableiten. Und das wäre entsprechend, ne, der komplette Teil bleibt erhalten, e hoch ln von 7 mal x mal die Ableitung vom Exponent. Ln von 7 ist eine Zahl, Zahl mal x abgeleitet ist die Zahl, also ln von 7. Anderes Beispiel, ihr habt g von x gleich 8 mal 20 hoch x. Ihr habt hier einen konstanten Faktor 8 mal Basis hoch x, also g von x ist gleich 8 mal, und jetzt e hoch ln von der Basis ist 20 mal x. Jetzt können wir auch anhalten, die Ableitung einmal überprüfen. Wir hätten g' von x ist gleich, konstanter Faktor bleibt erhalten, 8 mal e hoch ln von 20 mal x bleibt erhalten, und die Ableitung vom Exponent wäre ln von 20 multipliziert. Also eigentlich ganz easy.